das unbegreiflich unausdenkbare, unerträglich denkbare ist, dass das Bestimmteste, das Allerbestimmteste dasjenige sein soll und sein wird, was das Unbestimmte, Unbestimmbare, Bedeutungsenthobene, Bedeutungslose, aller Existenz Verlustige, verlustig Gegangene, alles ausgelöscht Habende sein wird, dass die einzige Ewigkeit in dieser Selbstzerstörung, Selbstauslöschung alles Bestimmbaren, alles Bestimmten, alles Bedeutsamen gelegen sein soll. Das ist eine so hirnrissige Vorstellung, die, wenn man sie ernst nimmt angesichts der aufklaffenden Tatsache, dass man ja dieser leibliche Körper ist und dass er diesem Los des Unvermeidlichen, des Bestimmtesten, des Allerbestimmtesten, das dann in dieser Auslöschung dieses nicht existiert Habenden, weil nur existiert Habenden und nur in ganz seltenen Momenten sich deutlich gemacht haben, oh, das existiert ja, und deshalb, weil es existiert in seiner Weichfleischlichkeit, ist es dem Bestimmtesten aller Bestimmtesten geweiht, das in der absurdesten Paradoxie selbst gelegen ist. Dass dieser Selbstwiderspruch in allem Seienden unausweichlich ist, unvermeidbar ist, das ist letztlich nicht begreiflich und es verschleiert sich auch als dieses definite, endgültige und wie man es immer wieder Phantasmen des dennoch irgendwie dann Daseins, des dennoch irgendwie dann später Wiederkehrens, des dennoch irgendwie dann etwas Bewahrens an Resten dessen, was man gewesen sei. Aber Pustekuchen, nichts davon ist reales, reale Existenz. Die unausweichliche, unwiederbringliche, definite, finite Unbestimmbarkeit, Bedeutungslosigkeit ist das Resultat, das alles in sich birgt. Und das kann einfach und darf einfach nicht wahr sein. Sodass die eine Seite schnell nochmal das Symptom des Realen, die Körper, wiederholt und die anderen aufschreien im Protest gegen dieses Tödliche und damit den Preis zahlen der Verachtung nicht nur des Tödlichen, sondern auch des davor Lebendigen zu zahlen, während die anderen glorios jubilieren, das Leben umarmen und auch den Tod umarmen, indem sie sich täuschen lassen und denken, das würde schon irgendwie weiter bestehen, irgendwie auf irgendeine unbekannte Weise. Und sei es nur in der Erinnerung der Epigenetik, der Fortfolgekörper. Aber der Code der Epigenetik, der Körper, hat eben nichts mit dem Lexikon des individuellen Memorias zu tun. Das zeigt sich schon während des Lebens, dass letztlich jeder nicht nur für sich alleine stirbt, sondern in sich alleine gefangen ist, in seinem eigenen Gefängnis, denn es gibt kein Verständnis, keine Übermittelbarkeit, keine Übertragung, kein Verständnis, keine Empathie, dass der andere je verstehen würde, auch nicht im Analogieschluss, wie ich empfinde, was ich denke, wie meine Weltvorstellung ist. Das bleibt unübermittelbar. Nur die Strukturprinzipien lassen sich annähernd festnageln.